Wenn man die Kodak SP360 benutzt, dann möchte man oftmals die Videos, die man in Panorama-Mode aufgenommen hat, umwandeln. Die Software hat ein paar kleine Probleme, die möchte ich zeigen. Und zwar habe ich hier schon mal die PC-Software auf meinem Windows 7-System aufgezogen. Ich starte jetzt mal dieses PixPro SP360. So, wenn man dann die Software gestartet hat, dann muss man hier auf das Symbol doppelklicken. Das ist schon insofern wichtig, weil die soll nur mit einfach draufklicken geht es nicht. Und immer auf Symbol doppelklicken. Doppelklick, dann kann man raussuchen, auf welches Laufwerk man gehen möchte oder Verzeichnis gehen möchte. Ich habe mir diesen Video, den ich mir schon erstellt habe, so eine kleine Radtour durch mein Städtle, habe ich mir hier in meinen Desktop-Ordner schon auf dem PC gezogen. Man kann es auch per USB dran lassen auf dem Device selber und dann hat man aber weniger Übertragungsleistung natürlich. Wenn man das anbindet übrigens, dann mit USB 3 Anschluss, nicht USB 2 reicht immer. Wenn man dann in dem Verzeichnis ist, dann werden die Videos hier oben angezeigt in diesem Block. Hier ist jetzt nur ein Video drin. Das ist dieses Name ist Radtour NT009. Wenn man auf das eine Video klickt, dann steht hier dieser Aufklappmodus. Das sind alle Felder rot markiert. Das heißt, wenn ich ein einfaches Video habe, ein MP4 oder so, dann kann man das nicht entfalten. Aber hier solche Panorama-Modusaufnahmen, alle die diesen umfassende Darstellung haben, die kann man umrechnen in ein anderes Bild. Also zum Beispiel kann ich das in die Panorama-Modus in diesem Breite dargestellt anzeigen. Und dieses Umrechnen, das folgt so, findet insofern statt. Wenn man jetzt einfach sagt, speichern als, dann kommt nicht raus, so wie ich es jetzt sehe, sondern man muss das mit Recording aufnehmen. Also ich stelle jetzt hier was ein. Ich sage also, Mensch, ich möchte diese Darstellung, diese Kugel, die ich eigentlich oben auch so habe jetzt bei mir, wenn ich mir das mal so anzeige gerade, man setzt jetzt hier dieses, man kann hier Stopp sagen, man kann hier diese Winkel da reinziehen, diese Begrenzungszeichen. Ich möchte jetzt nur einen kleinen Ausschnitt Ausgabe, das was da dazwischen ist, jetzt sage ich Recording als. Jetzt durchläuft er das, zeichnet es selber nochmal auf. So, und jetzt sind wir mit der Aufnahme am Ende. Sagt er mir dann natürlich auch, ich soll es irgendwo speichern. Das sage ich. Ich mache hier einen Unterordner auf, nenne das Entfaltung. Entfaltungen. Nee, Ausgabe. Machen wir Ausgabe. Weiß man immer. Ach, Entfaltung, das heißt drum. Und das ist die Panorama-Ausgabe. So, und damit wären wir mit einer Speicherung durch. Wenn ich jetzt nochmal auf den globalen Modus gehe, könnte ich jetzt auch das Ganze als immer anders dargestellt ausgeben. Ja, als Ganze. So, und jetzt machen wir Finale nochmal eine kleine Gegenprüfung. Hier haben wir diese zwei Videos. Machen wir mal den Panorama-Modus auf. Das ist jetzt die Aufnahme als man es im Breitmodus rausgelassen hat, als Panorama als solches und dann das gleiche als 16 zu 9. Ich hoffe, ich konnte ein paar Leuten damit helfen, weil ich hatte eigentlich auch große Probleme, diese Umrechnung zu machen.